Ja, und herzlich willkommen bei Bradomate. Heute haben wir wieder 20 Ratings für euch, 80 bis 61. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich die Ratings eh schon, aber da hört es nochmal von mir. Für alle, die es noch nicht angeschaut haben, ja, schaut das erste Video an mit 181. Da waren schon einige Spieler dabei, die gerne spielen würden heuer. Und ich glaube auch jetzt bei 61 bis 80 sind ziemlich coole Karten dabei und wir sehen schon die ersten drei. Witzel, Robertson und Varane. Eigentlich drei echte Traumkarten, oder? Varane, 83 PS, aber fangen wir dort an, wo wir anfangen sollen. Beim Witzel, 80. Spieler auf der Liste. Belgier, Dortmund, da hat er schon viele Fans. Vierster, was richtig nice ist eigentlich. 73 PS, 83 Defense, 81 Füße, ist gute Schusswerte mit 74, 80 Passen, 80 Dribbling. Eigentlich schaut richtig nice aus. Ich habe den letztes Jahr gespielt, da hat er eine 83er Karte gehabt. Ich glaube, dass die Karte richtig cool sein wird. Hängt natürlich ein bisschen vom Gameplay ab, ob es da irgendwas grob geändert hat. Ich glaube, dass das eine richtig coole Karte sein kann. Hat coole Links. Erstens Bundesliga, zweitens Dortmund, drittens Belgier. Dann hast du echt Optionen. Könnte man zum Beispiel mit dem Witzel und der Bräune, falls man das hinbekommt oder so, hat man sicher ein paar coole Optionen. Auf jeden Fall eine coole Karte. Also vollspielbar, finde ich. Robertson, 85 Base, richtig gut. 80 Defense, 85 Physis, 75 Physis. Und das ist wahrscheinlich das Manko. Ich glaube aber, dass der richtig gut sein wird. Ja, passen, Tripling ist ja voll okay. Base ist super, kannst du halt einen Einschlag geben oder so, dann passt das schon. Hat er über 90 bei der Base und sonst richtig gut. Ich glaube, dass das eine richtig coole Karte sein wird. Viel gespielt werden wird, weil er auch besser ist als der eigentlich letztes Jahr vom Rating her. Die es dann früh gegeben hat und die alle gespielt haben und ja, super nice. Skill Moves und Weakwood ist jetzt auf der Position nicht so wichtig. Ja, cool. Würde ich jetzt auch als Option sein bei einer Premier League Mannschaft oder Liverpool. Mit Schottland wird es schwer zum Linken zu anderen Karten, aber gibt es ja jetzt ein Icon, eine neue. Aber schauen wir uns mal an, über den haben wir schon geredet. 83 PS, Wahnsinn, oder? 83 PS, 85 Defense, 80 Physis. Dem kannst du dann Enchor geben oder so. Ich glaube, mit Enchor ist er richtig nice. Ich glaube, das ist eine richtig starke Karte, auch heuer wieder ist. 45 Füße, Schießen, 62 Passen und 64 Dribbling sind echt nice Werte. Coole Karte auf jeden Fall und super linkbar mit als Franzose und Real Madrid Spieler und spanische Liga. Alles richtig bei der Karte, glaube ich. Besonders interessant wird sicher auch De Jong, der Frankie De Jong nämlich von FC Barcelona, hat gewechselt. Letztes Jahr noch bei Ajax, war echt sehr, sehr beliebte Karte. Am Schluss hat er 95er Team of the Season Karte gehabt. Ist mit Ajax extrem weit gekommen. Hat jetzt eine 85er Karte, ist schon richtig stark. 79 Base ist auch richtig nice. Schießen 64, macht halt jetzt offensiv vielleicht nicht so die Granate. 84 Pass, 88 Dribbling, zeigt eigentlich, wo seine Stärke ist. Mit dem Ball, verteilen den Ball, dann Tore machen lassen. Hat starke defensive Werte mit 76, also kannst du vielleicht einen Shadow oder so geben und dann als defensiven Spielmacher oder so benutzen, keine Ahnung. Vielleicht nicht unbedingt als Zettel, hängt vielleicht auch von den Werten ab, wenn er irgendwie extrem gute Weitschusswerte hat. Ja. Interessant wird auf jeden Fall die nächste Karte. 76 ist von den Bayern heimgekehrt zu Real Madrid und keiner wollte ihn haben. 55 Base, der James Rodriguez, 55 Base und das hat einige Realspieler richtig drauf. Ich glaube, dass letztes Jahr einfach den Champions League Sieger Bonus gehabt haben. Und Skill Moves 4. Weakfoot 2 und 55 PS, ja, der Rest ist super, 86 Schießen, 87 Passen, 86 Dribbling, ist okay, der Rest ist 55 Defense und 63 Physis ist jetzt okay, aber die 55 PS, glaube ich, sind so der Gamebreaker für ihn und ja, ich glaube nicht, dass das besonders interessant wird sein für viele Spieler, aber da sehen wir noch ein paar andere Spieler. Ich glaube, dass es in dem Bereich ziemlich schwer wird. Aber was wir schon gesehen haben, eigentlich gibt es nur ein paar Flügelspieler, die dann wirklich über die 90 Base gehen, bis jetzt von den Top 100 Karten. Ich glaube, wir haben noch keinen über 90 gehabt, 89 war das höchste. Und gehen wir zum Donnarumma. Eine 85er Karte hat letztes Jahr unzählige Intoms gehabt, hat er 95er Team of the Season gehabt und ich glaube, weiß nicht, 6 oder 7, ich glaube, 90er Rating oder so am Schluss gehabt als Team of the Week Spieler, ja. Weakfoot 3, das ist beim Goldie wurscht, Skill Moves ist auch nicht so wichtig. Die Werte sind cool, glaube ich. Ich glaube, dass es interessant ist mit dem Basic, hast du schon einen echt guten Goalie. Wird sicher interessant sein, die Karte als 85er. Ich glaube, spielbar auf jeden Fall, gut. In einem italienischen Team gibt es vielleicht bessere Varianten oder Optionen manchmal, aber man wird sehen.
Gerade Informs wären dann richtig interessant, glaube ich, von ihm. Dann kommen wir zum nächsten Real-Spiel. Und wir haben schon gesagt, Real hat einiges kassiert, keine gute Saison gehabt. Letztes Jahr Champions League-Sieger, heuer gar nichts. Oder so ungefähr, fühlt sich an, glaube ich. Und dann kommen wir zu Marcelo. Hat auch nur 85er-Karte statt am 88er. Und mir kommt so vor, Real hat alles minus 3 und Liverpool hat alles mindestens plus 3, wahrscheinlich in die Richtung für den Champions League-Sieg. 81 Pace, 74 Schießen, 83 Passen, 89 Dribbling, 77 Defense, 79 Physis. Macht eigentlich, was das angeht, voll solide. Ich glaube, wieder, dass er spielbar ist, hat er 5 Skills, was immer geil ist. Weak Foot ist 4, sehr stark. Ich glaube, dass die Karte absolut noch spielbar ist. Ja. Vielleicht spielt Real heuer besser und sie haben ein paar Informs, was letztes Jahr eigentlich fast gar nichts gehabt haben. Dann schauen wir. Kommen wir zum nächsten Spieler. Parejo aus der La Liga von Valencia. Und der hat das große Problem: 41 Base. Mit dem 86er Karte. Das ist die erste 86er Karte. Und er hat 41 Base, Leute. Ja, schön in echt wahrscheinlich. 80 Schießen, 88 Passen, 79 Dribbling, 69 Physis. Das Problem wird sein, wird ein Comeback spielen. Also mit 41 PS. Ich glaube, das wird dann nicht so cool werden. Das ist natürlich super für SBCs-Futter. Bei 86, aber sonst wird das eher schwer haben. Ja. Szczęsny, 86er Karte hat, ja, zu viele Informs, glaube ich, gehabt letztes Jahr, oder? Spielt jetzt auch bei Piemonte Calcio, nichts mehr bei Juventus Turin und hat da 85er. Es ist die gleiche Mannschaft zum Beispiel, klar, aber ja, coole Karte. 85 Diving, ja, auch sonst. Auch da mit dem Basic, was du über plus 10 hast, quasi, glaube ich. Echt nice. Könnte interessant sein, gut für SBC, so allemal und ja. Dann sind wir bei der Nummer 71. Der Isco, auch der hat 89er gehabt letztes Jahr. Also minus 3, 71 Bases im Dribbling. 77 Schießen, 90 Dribbling ist halt echt nice. 83 Passen, 60 Physis, 59 Defense. Skill Move 4, Weak Foot 3. Ich glaube, dass die Karte immer noch spielbar ist, aber jetzt nicht so überragend ist. 71 Base, also ja, das kannst du schon spielen, glaube ich. Es ist nicht unspielbar, wird aber schwer haben. Hängt halt auf, und hängt auch davon ab, wann im Spiel haben wir das. Immobile, 86er Karte, Pace 80, 85 Schießen, 63 Passen, 81 Dribbling, 39 Defense, 76 Physis, 4. Weak Foot, 3. Skill Moves von Lazio Rom. Ja, was soll ich sagen? Schaut richtig nice aus eigentlich. Voll solide für 86er Karte. Könnte interessant werden. Ich glaube, er hat letztes Jahr 87er Karte noch gehabt, aber ja. Voll okay. Und der Königstransfer von den Bayern. Der Coutinho kommt leider als LW-Version, also linker Flügel-Version. Hat 5-Star Skill Moves, was ziemlich geil ist. Weak Foot 4. Und ich glaube, dass die Karte mit Hunter wieder voll okay ist, weil dann kommst du ungefähr auf 90 Base. Also ist jetzt nicht so schlimm, wie es ausschaut, glaube ich. 80 Schießen ist auch sehr gut, 84 passen, 90 Dribbling, hat halt 5-Star Skills, das ist schon nice. 52 Defense, 64 Physis. Ist spielbar, glaube ich, am Flügel. Ich würde ihn gerne spielen, ich würde ihn gerne ausprobieren. So ein Link mit dem Alaba zum Beispiel. Könnte man überlegen, ob man in-game dann vielleicht gar nicht so viel Base dazu gibt, sondern irgendwo ins Zentrum schiebt. Ja, Spielmacher gibt es dann sicher Optionen, muss man schauen, ob es vielleicht irgendeinen extrem schnellen Spieler dann im Zentrum gibt oder ein Stürmer. Dem auf die Seite geben kann. Finde jetzt nicht, ja, ich meine, klar, als ZM-Karte vielleicht wesentlich interessanter. Als Flügelkarte, dann hat am Limit, aber ich glaube, vorspielbar, gerade am Beginn vom Spiel. Und geben wir ein paar Infos und dann schaut das Tempo wieder besser aus. Kommen wir zum nächsten Bayern-Spieler. Und ich habe ja mein Bayern-Leiberl mit dem Müller entnommen und ja, ich hätte kein Problem damit, Müller wieder zum Spielen. 4. Weak Foot, 30 Skills, 72 Base, 83 Schießen, 79 Passen, 78 Dribbling, 55 Defense, 71 Physis. Ich glaube, ich will echt heuer ein bisschen am Bayern-Mannschaft bauen auf der linken Seite. Ich finde die Karte cool. Auch da kannst du einfach ein paar, ja, gibt es das richtige Chemistry-Style, dann hat er da von der Pace und Schießen mehr. Ist jetzt nicht so die überragende Karte mehr, aber schaut trotzdem okay aus. Also, ja, macht sicher Spaß, glaube ich. Und das gibt gerade die Weakfoot und so, ist halt schon nice. Dann kommen wir zu einer Karte, die jetzt mit einer 86er Rating echt nice ist. Umtiti, 67.
der Welt hier auf der Liste. Franzose, eine Liga haben wir schon gehabt, kannst mit dem Varane perfekt linken zum Beispiel. Barcelona natürlich ein nice Links, der Stegen kannst du ins Tor stellen. Stell dir das vor, um Titi Varane, der Stegen, das ist schon Traum eigentlich. Und ja, 69 Base ist echt nice, 69 Passen ist auch gut, 70 Dribbling, 63 Schießen und er hat 86 Defense und 82 Füße, ist echt eine starke Karte und so viel Version, so viele Möglichkeiten zum Linken. Ich glaube, man muss echt ein bisschen auch abwarten, wo zum Beispiel dann Lucas Hernandez auf welcher Position ist, weil ich da noch nichts gesehen habe. Und weil das halt ein Linksverteidiger wäre, französischer, wenn er als Linksverteidiger im Spiel ist. Vielleicht kannst du das reinschreiben in die Kommentare, falls ihr schon wisst. 86er Skriniar ist die Nummer 66. Ja, müsste 66er Rating jetzt haben wir eigentlich. 66. Skill Moves 2, ja, Weakfoot 4 ist nice. Basti ist jetzt auch eher am unteren Limit. Base ist okay. Defense ist super mit 87. 82 Physis ist auch stark. Absolut okay Karte, finde ich cool. Sehr solide, glaube ich. Und wie gesagt, Inter Mailand und Italien hat da coole Kombinationsmöglichkeiten, Handanovic und so weiter. Aber wir machen weiter mit dem Rakitic von FC Barcelona und ein Kroate, ja, der Troll, wenn man glaubt, man kriegt Modric. Das wird auch heuer wieder sein, aber 62 Base ist jetzt okay, ist jetzt nicht überragend, ist jetzt einfach mal okay, würde ich sagen. 81 Schießen, 86 Passen, 81 Dribbling, 74 Füße, 74 Defensive und 70 Füße. Ich finde, das ist ein cooler Rounder, der jetzt von der Base eher am unteren Limit ist. Aber kann man schon einbauen, wenn man will, wahrscheinlich. Aber Frage ist, will man, es gibt wahrscheinlich bessere Optionen. Schauen wir mal. Wie gesagt, die Base, wie wichtig wird die? Du kannst ihn ja auch weggeben, also es gibt ja schon Möglichkeiten, dass man den interessanter macht. Schwerer wird es für den Bonucci, 58 Base ist schon ziemlich am harten Limit. 69 Passen, 71 Dribbling, 87 Defensiv, 79 Physis und ich glaube extrem wenig Ausdauer hat er letztes Jahr gehabt. Bigfoot 4, Skill Moves 2. Na, schauen wir mal. Der wird schwer haben. Verratti, 65 Tempo, also ein bisschen mehr als Rakitic. Schießen hat er nicht besonders viel. Passen ist super. Dribbling ist super, defensiv ist jetzt nicht so besonders und physisch auch nicht. Dafür der Forster, ich wollte so 5-Star sagen bei Skill Moves, nein, 4-Sterne Skill Moves, 4-Sterne Weakfoot. Auch der ist nicht so die überragende Karte. Gefällt mir jetzt nicht so gut, also da mag ich einfach andere Karten lieber, aber viele mögen den sicher. Viel interessanter vielleicht für Minio und Marquinhos. Zwei Brasilianer zum Abschluss hier auf Plätzen 62 und 61 und ja. Der Firmino von Liverpool hat nicht ein 3 Plus Rating bekommen, aber hat jetzt eine 86er Karte. 77 Base, 82 Schießen, 80 Passen, 87 Dribbling, 61 Defense, 78 Physis, 4-Star. Ich glaube, dass der voll solide sein wird, wieder gerade am Beginn vom Spiel. Wenn er bei Infos bekommt, vielleicht noch interessanter. Aber auf jeden Fall solide Karte. Lässt sich, glaube ich, gut spielen. Und kann Spaß machen. Kannst du auch auf anderen Positionen einsetzen, entweder Stürmer, als ZM, ja. Voll okay. Und auch voll okay schaut der Marquinhos aus. 74 Base, 73 Passen, 71 Dribbling, 86 Defense, 77 Füße. Echt nice eigentlich für den Verteidiger. Schaut sehr interessant aus. 86er Karte heuer. Ja. Er war, glaube ich, letztes Jahr 84er und der Silva 88er, so irgendwas. Oder so, ich glaube sowas. Skill Moves 3, Bigfoot 3, voll nice, spielt bei SJ, ist Brasilianer, hat viele, viele Kombinationsmöglichkeiten. Ja, das war's vom zweiten Teil. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob nicht vielleicht ein bisschen Bayern-mäßig Spaß machen wird heuer für mich, für mein Team. Sagt mal, was ihr so vorhabt, also habt schon Ideen, lasst euch überraschen. Varane schaut ja richtig geil aus. Was ist so eure Lieblingskarte jetzt gewesen aus den 20 Spielern, die wir gehabt haben? Ich bin echt gespannt, was jetzt da. Ja, wer da so spielbar wird und ja, das sind jetzt die Karten, die für SBC nice sind, das sind die Walkouts. Die ersten, die 86er, weiß nicht wie 85er heuer Walkouts sind, aber schaut auf jeden Fall interessant aus. Und wir kommen zu den nächsten 41 im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, das Video, schaut euch den ersten Teil an, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare, was ihr so davon gehalten habt, zu der ganzen Geschichte und von den Spielern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!